Ja, bei der Integration, da hilft auch die Abendakademie Mannheim. Karin Brückner ist bei uns, ist dort pädagogische Mitarbeiterin. Sie haben ja auch verschiedene Kurse, darüber sprechen wir gleich. Aber was sind denn so die größten Hürden an sich, die es zu bewältigen gibt bei der Integration in den Arbeitsmarkt, ins Berufsleben? Also es wurde ja eben schon genannt im Beitrag, die erste Hürde ist immer die Sprache. Die zweite Hürde kam hier auch ein bisschen raus, ist die Erwartungshaltung, die ich habe, die die Firma hat. Und die dritte Hürde sind unter Umständen die Zeugnisse. Die Zeugnisse, oder die nicht anerkannt werden? Zum Beispiel die nicht anerkannten Zeugnisse. Zum Beispiel, manchmal haben die Menschen aus Afghanistan auch gar keine Zeugnisse dabei. Vielleicht, weil die Uni auch gar nicht mehr steht. Oder wenn es ein anderer Beruf ist, dann haben die nie ein Ausbildungszertifikat bekommen. Ja. Dann haben die gar keine Zeugnisse. Deswegen ist das mit der IHK ein super Ding. Bei der Sprache, da helfen Sie auch gerne, greifen ordentlich unter die Arme. Welche Angebote gibt es denn bei der Abendakademie? Also es gibt ganz viele Angebote. Wir haben Integrationskurse, wir haben Wirtschaftsdeutsch. Jetzt bei mir, da ist genau diese Problematik. Wir haben Firmenkurse. Also Firmen rufen an und sagen, wir haben ein Problem. Der Mitarbeiter hat schon ein hohes Sprachniveau, aber er ist noch nicht fit, um eben bestimmte Abläufe in der Abteilung zu haben. Also Berufsdeutsch. Genau. Ja, aber also Berufsdeutsch, dann haben wir wiederum berufsbezogene Sprachkurse, weil der Bund gemerkt hat, es reicht nicht die Alltagssprache. Also ich denke, er hat sich vorgestellt und hatte die Alltagssprache. Wichtig ist, dass man die Berufssprache kann. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel an der Kasse sitzen, kann ich natürlich tippen und ich kann die Zahlen alle, das ist nicht das Problem. Aber jetzt kommen Sie und sagen zu mir, Sie haben das falsch getippt. Dann kann ich mit Alltagssprache noch nicht höflich auf Sie reagieren. Ja. Dann denken Sie vielleicht, mein Gott, ist die unhöflich, dabei kann ich es nur noch nicht. Und deswegen hat man gesagt, okay, wir brauchen Berufssprachkurse, dass so auch mit Reklamationen oder mit Arbeitsanweisungen besser umgegangen werden kann. Wie lange geht denn ein solcher Kurs? Also wenn ich jetzt einen solchen Sprachkurs dann belege? Also diese Sprachkurse vom Bundesamt gefördert, also vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dieses kurz BAMF genannt, diese Sprachkurse gehen 4 Monate meistens. Und in diesen Sprachkursen kommen Sie von dem Alltagssprachlichen, das nennt man B1, auf das berufssprachliche B2. Das ist in Deutschland die Voraussetzung für die meisten Arbeiten und auch um eine Ausbildung zu absolvieren oder um eine Anerkennung zu bekommen in der Pflege. Welche Erfahrungen haben Sie denn auch damit gemacht, also Erfolgserfahrungen, Erfolgsaussichten? Also ich finde, diese Kurse sind super, weil die eine gewisse Zeit laufen und in diesen 4 Monaten können die Menschen auch andere Möglichkeiten in Deutschland, in Mannheim kennenlernen. Zum Beispiel das IKUBITS, das ist das interkulturelle Bildungszentrum in Mannheim. Da kann ich hingehen mit meinen Zertifikaten oder sagen, ich habe kein Schulzeugnis, aber ich habe was gemacht. Und das IKUBITS hilft Ihnen bei der Anerkennung in Deutschland, sodass die Kurse ineinander greifen, also unser Kurs, der berufsbezogene Kurs und die Angebote, die auch die Stadt Mannheim macht mit dem Flüchtlingsfonds. Also es gibt ganz viele Orte, die dann in diesen 4 Monaten kennenlernen. Sie lernen auch zum Beispiel das Nationaltheater kennen, weil es da auch eine Kooperation gibt. Was ja auch wahnsinnig wichtig ist, dann eben entsprechend auch das kulturelle Leben in Deutschland kennenzulernen. Frau Brückner, wunderbar. Danke, dass Sie bei uns waren und uns auch da diesen Einblick gegeben haben.